Willkommen bei mir, dem Thorsten Rathodo, beim Clan The Chaltinas. Ja, bleibe nicht auf diesem Account, also ist es mein Rathaus 9 Account. Und ihr habt es ja im Thumbnail bereits gesehen, ist der Go-Vibe wirklich weg. Ich habe einen Go-Vibe vorbereitet, allerdings nicht mit diesem RH9er. Ich habe nämlich gerade aufgenommen im Donnerbengel-Account und habe gar nicht aufgenommen. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken, habe mir dann 20 Minuten den Mund fusselig geredet und die Aufnahme war hin, aber glücklicherweise habe ich ja noch einige Neuner, also wiederhole ich das mal, was ich gerade gesagt habe. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es ja den Packer auf 4 gibt und wir wollen ihn natürlich auch heute machen. Wir wollen auch mit einem Go-Vibe live im Clankrieg anfangen, aber was mir aufgefallen ist, ihr seht das hier in den Magic Items. Ich habe jetzt alles relativ voll und wenn man hier auf den Händler geht, also nochmal zum Update von gestern, ja, ich kann nichts aufnehmen, weil natürlich hier alles voll ist. Ich muss erstmal was verbrauchen, verbraten, verkaufen, wie auch immer. Also wenn ihr keinen Platz habt, dann könnt ihr diese Sachen natürlich auch nicht aufnehmen. Ist mir einfach mal nur so am Rande aufgefallen. Ich habe erst gedacht, ich hätte keine Zahlungsmethode hier an den Accounts hinterlegt. Habe ich auch eigentlich nicht, weil ich mit diesen Accounts hier nie was kaufe. Ich sammle ja nur, gebe hier nie einen Cent für diese Accounts aus und ich würde sagen, wir machen trotzdem das. Ach nee, ich wollte euch auf was hinweisen, was heute noch ist. Also ich nehme diese Folge hier unmittelbar nach der Update-Folge von gestern auf. Und es gibt so einen ganz kleinen Bug, wenn ihr also jemanden besucht, also ihr sagt jemanden visit, also wir besuchen hier mal den Ronaldo von der Indian Army, dann und hier auf das Schiff klickt, also klickt hier nicht drauf, ich mache es jetzt auch nicht, dann wechselt ihr ja in das Nachtdorf und dann stürzt das Spiel ab. Ihr müsst es dann neu starten, ist also ein kleiner Bug, nur mal so am Rande erwähnt. Und ihr seht das hier, ah, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, vor allen Dingen bei meinen hohen Rathaus 9ern und ihr sicherlich auch nicht bei euren Max RH9ern, dass man hier wieder forschen kann. Hier steht also Research rüber und das wollen wir heute auch machen. Wir wollen den Packer auf seine Reise schicken, 9 Tage. Ich habe allerdings kein Heldenbuch genommen diesmal bei den letzten Clan-Spielen, denn ich will den Packer natürlich sofort fertig machen. Und ihr seht das hier, er rennt jetzt 8 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten und wir machen ihn sofort fertig. Damit haben wir einen Level 4 Packer. Das gleiche habe ich übrigens bei Donnerbengel auch gemacht. Die Accounts sind ja absolut identisch, außer dass der Alex hier den King schon auf 28 hat, ein Level niedriger hat es der Sebastian, also mein Basti-Account, ich nenne ihn ja Basti-Account, Donnerbengel-Account. Und ich würde sagen, ich springe auch jetzt aufs Tablet und mache meinen Live-Angriff mit dem Rathaus 9 und dann gucken wir mal, ob der Go-Vibe wirklich noch ruht. Okay, da sind wir auf meinem Rathaus 9 Account, beziehungsweise waren wir eben auch auf dem Account vom Donnerbengel. Und ich muss mal eben das, oh, entschuldigt bitte, das war gerade ein bisschen laut, eben das Mikro ein bisschen höher machen und damit ihr mich nach wie vor auch hört, wenn ich jetzt angreife. Also ich muss hier noch im Clankrieg angreifen und möchte das ganz gerne auch mit euch zusammen machen. Ich muss die 4 angreifen, ich hatte ja schon gesagt, es ist ein Rathaus 10er, der ist jetzt aber, oh, jetzt habe ich mich verklickt, der ist aber gar nicht mal so stark. Also eigentlich ist ein Rathaus 9er mit einem 10er Rathaus und ich war ja am Wochenende hier schon auf diesem Account drauf im Stream am Sonntag und vielen lieben Dank nochmal, dass ihr uns deutschen Clash of Clans so toll die Fahne haltet, also auch bei den anderen, die so ein bisschen immer Livestream und ihre Videos bringen, da finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also die Szene ist nicht tot, sie ist so ein bisschen, wo sie hält einen gewissen Pegel, will ich mal sagen. Und ich würde sagen, ich habe Clanburg-Truppen. Was habe ich? Ach ja, jetzt muss ich noch mal zurückgehen. Ich muss doch noch mal zurückgehen, ob ich auch wirklich alles habe. Ja, ich habe alles. Ich habe den Packer auch hier auf 4. Hatte ja gesagt, auch hier habe ich genau das Gleiche gemacht. Die beiden Accounts sind ja ganz, ganz identisch. Und habe also auch hier den Packer auf ein Level höher. Und jetzt muss ich mal reingehen. Okay, dann soll es jetzt auch die 4 werden, denke ich mal. Und ich komme ganz gerne der Queen und der Clanburg entgegen. Aber ich muss mal gucken, wir müssen gut funneln. Weit reicht die denn eigentlich rein? Okay, die reicht bis dahin rein. Und meine Packer sollen eigentlich hier über das Lager gehen. Das heißt also hier reicht bis dahin der Bogenschützenturm. Nein, er reicht nicht ganz bis dahin. Hier hinten, ich darf die Bauhütten auf jeden Fall nicht vergessen. Ich darf die Bauhütten nicht vergessen in der Ecke. Deswegen starten wir auch an so einer Bauhütte. Ja, nein, wir starten nicht in der Bauhütte. Wir starten genau da. Und wir starten einmal genau hier. So. So soll das erstmal sein, denke ich mal. Ich denke, ja, jetzt kommt, vielleicht kommt gleich schon die Clanburg. Müssen wir mal gucken. Aber hier kommen jetzt schon mal die Packer.
Das ist natürlich krass. Oh nein, meine Heiler. Ah, jetzt habe ich es ein bisschen verpeilt. Jetzt wird mein Funnel scheiße. Okay, jetzt wird natürlich mein Funnel doof. Was machen wir denn da? Dann holen wir uns jetzt mal die Clanburg. Die haben keine Clanburg. Die haben ja keine Clanburg. Eieieiei. Die haben keine Clanburg, die Jungs hier. Jo, so war das. Ah, shit. Okay, Heiler sind bei der Queen bei. Das ist natürlich suboptimal. Okay. Egal. Jetzt muss ich mal gucken. Meine Packer sind noch ganz gut unterwegs. Och nee, Mensch. Shit. Ich hab's verpeilt. Ja, super verpeilt, Toto. Egal, da muss ich jetzt durch. Und... Oh nö, immer in diesen Live-Folgen. Das ist echt blöde. So, hier heim wir den Bowler nochmal durch. War vielleicht doof. Ich hätte vielleicht doch die Hockrider hier nehmen sollen. Ich würde sagen, das war's mit dem Angriff, ne? Meine Herren. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Och nee, ey, so ein Scheiß. Oh, ich habe nicht dran gedacht, aber ich denke jetzt mal an die Bauhütte hier. Ja, Leute, der Angriff war wirklich über. Der war ja so richtig scheiße. Jetzt kriege ich auch noch das Zeichen des Todes hier vom Wireless LAN aus. Also klappt ja richtig gut. Aber wir sehen uns in jedem Fall gleich auf dem Go-Vibe wieder. Ich meine, dieses hier wird nichts mehr. Das wird die Queen ja niemals schaffen. Erst recht nicht, wenn gleich meine Heiler weg sind. Obwohl, hier hinten steht nichts mehr. Ja, wir können eigentlich da reingehen. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit die Zeichen auch noch. Ich weiß, dass das Spiel noch da ist. Aber ich muss hier jetzt durch, vor allen Dingen. Noch durch die Mauer. Ich lasse es jetzt auslaufen. Komm, wir lassen es jetzt auslaufen. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt das Zeichen habe. Guck mal da oben rechts. Tipptopp-Verbindung. Und vielleicht ist Supercell schon wieder in Wartung. Aber ich zünde jetzt mal die Queen. Ja, der Angriff war echt bescheiden. Mir guckt auch gar keiner zu, so schlecht wie er war. Oh, dieses Zeichen da in der Mitte. Echt mau, naja. Okay, kannst nichts machen. Ich lasse ihn trotzdem jetzt laufen, mal sehen. Ich habe nicht dran gedacht, ja. Der Angriff scheiterte daran, dass ich nicht dran gedacht habe, dass der ja gar keine Clanburg hat. Ich hätte einfach so setzen können. Jetzt habe ich hier so einen Mist gemacht, 81%. Naja, komm, gehen wir mal raus. Ach, ärgerlich. Aber was willst du machen? Wir gewinnen sowieso. Ist alles nicht so tragisch. Jetzt ist das Zeichen auch weg, denn der Gegner greift auch nicht so super gut an. Und das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich maßlos. Ich habe jetzt aber schon mal einen klassischen Go-Vibe ausgebildet. Muss jetzt natürlich meine Helden regenerieren lassen. Hier bauen wir einmal nach. Ich nehme einmal anstelle der Hawks. Ich nehme eigentlich mal die Hawks mit. Ja, so, entschuldigt. So farme ich übrigens Dunkles, weil ich natürlich nicht so wirklich Ressourcen hier brauche. Muss natürlich das Dunkle für die Helden hier haben, aber das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Dann gucken wir mal, was den Kamil hier geärgert hat. 99%. Wenn wir schon mal hier sind, ich hatte ja am Wochenende hier gestreamt und war auch ab und zu mal auf dem Tablet drauf, dann sehen wir jetzt wenigstens was Vernünftiges, auch wenn es ein 99er ist. Ist sicherlich genauso ärgerlich, aber der Kamil, ich hatte ihm heute auch schon mal gesagt, er muss einfach eine Alternativtruppe haben. Ich meine, er hat hier einen Rathaus 11, was ja noch gar nicht so lange 11 ist, aber er hat sich hier für Lufttruppen entschieden, die als allererstes zu machen. Kann man sicherlich machen. Wenn man gut damit umgehen kann, ist das sicherlich auch nicht schlecht, aber das Problem ist natürlich irgendwo, nicht jede Base ist aus der Luft gut angreifbar. Also der Kamil hat ja auch schon andere Tage gehabt, wo er wirklich suboptimal angegriffen hat, mit einem Stern oben meistens, denn dann hat es immer so ein bisschen am Ende, ja, so ein kleines bisschen gefehlt. Und wir wollen mal schauen. Oh, ich muss unbedingt was trinken. Wo ist mein Kaffee? Ah, da ist er. Hier ist mein Kaffee. Und dann ist das meistens in die Dutten gegangen mit dem ganzen CK. Denn wenn uns oben oftmals auch hier so ein wichtiger Stern auf die RA11er fehlt, dann verlieren wir auch mal ganz gerne. Aber ich denke mal, in diesem CK werden wir nicht mehr verlieren. Das Gute ist tatsächlich, ich habe echt nicht dran gedacht. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Ihr wisst, dass der Clankriegsgegner keine CB hat und versucht trotzdem die CB zu locken. Ist ja irgendwie total unsinnig, aber ich habe echt nicht mehr dran gedacht. Ich hätte wirklich die Truppen setzen können, wie ich wollte, und hätte den Funnel auch besser machen können, aber naja, hätte Fahrradkette, ist mal nicht gewesen, ne?
Okay, dann kommt er jetzt hier mit den Lava-Hunden rein und mit den Loons. Mal sehen, das Passing der Loons passt auf jeden Fall ganz gut mit zur Queen und zum Warden. Allerdings steht der Warden auch auf Boden, also er ist eigentlich nur für die Queen da. Ist auch vielleicht suboptimal. Vielleicht sollte man ihn doch auf Luft stellen. Allerdings läuft man dann natürlich Gefahr, dass der schon mal von der einen oder anderen Luftmine gemacht wird am Anfang. Das heißt, man muss dann schon so ein, zwei Loons am Anfang setzen, um da so ein bisschen die Fallen auszulösen. Aber kommt ganz gut hier durch, auch mit den Lava-Hunden und mit den Loons. Hat jetzt richtig viele Welpen in der Base. Die machen jetzt auch in der Mitte die 36er Queen. Ja, die ist jetzt in den Dutten. Also auch das ist immer ein sehr, sehr gewagtes Ding. Aber wenn du in etwa weißt, ja, ich habe genug Welpen und um die Queen herum sind genug Defense-Gebäude, sodass die Queen unter Umständen dann mit den Flächenschaden dann drauf geht. Ja, das ist immer eine wackelige Berechnungssache. Aber mal gucken. Ich glaube, es hat nur an der Zeit gelegen. Ich denke mal, die Def war in jedem Fall da und Queen ist noch voll da oben. King hat auch noch seine Ability. Die kann er also noch nutzen. Jawohl, hat er jetzt auch genutzt. Das ist jetzt auch schon die neue Ability hier, sonst könnte ich euch die Wiederholung nicht zeigen, denn die neue Ability bringt ja nur noch wirklich die Truppen, also die Barbaren in Rage, die der King herbeizaubert, so will ich es mal sagen. Und tatsächlich nur ein Zeitfehler, ne? Alter, oh nö. Ach, Kamila, hast du echt Pech gehabt. Naja, also bringt nur noch die Barbaren in Rage, die er auch selber spawnt. Also wenn man darum noch Barbaren setzt, die waren vorher auch noch mit in Rage, dann war das nix. Und ich fordere hier jetzt mal neue Truppen an und dann machen wir mal einen Classic-Go-Vibe zum Abschluss. Okay, jetzt ist meine Armee endlich ready. Das hat ja echt total lange gedauert, bis die mir hier mal was spenden. Also jetzt haben wir hier einen Lupenrein. Ich denke mal, er ist relativ lupenrein. Go-Vibe am Start. Ich habe noch einen Packer in die Clanbuch bekommen. Und es hat den natürlich jetzt nicht jeder schon auf 4 unserer RH9er hier. Wir haben ja auch einen starken Verbund von RH9ern. Ja, mein Angriff, die Base liegt jetzt auf der Ecke. Also war jetzt nicht so super schlimm. Aber ich denke mal, mit dem Go-Vibe hier, ja, mal gucken, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. So ein rein Go-Vibe. Und wir suchen uns aber mal eine relativ starke Base. Also jetzt, zu schwach. Das ist ein 11er. Den überrollen wir ja so, aber dieser hier sieht relativ stark aus. Hat er so vieles Max, also der Feger stört mich jetzt mal nicht. Der kann ruhig aus der Luft kommen. Ihr seht, ich habe so ein bisschen, hat er denn wenigstens eine Queen? Ah, doch, keine Queen. Suboptimal. Ah, doch, da unten hat er, eine Queen. Ah, da unten ist er. Okay. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Clanburg ist natürlich ganz, ganz weit da hinten. Mal gucken, ob da was rauskommt. Ah, ist mir egal. Ist mir egal, ob da was rauskommt. Wir nehmen den Go-Vibe hier mal so, wie er ist. Lange genug jetzt gewartet. Und ich bin hier nach wie vor am Tablet und kann jetzt vor allen Dingen multitouchen. Jetzt muss er ein bisschen schneller sein gerade. Und zwar so, zwei Golems auf einmal. Da und da. Und wir nehmen hier sofort einen Packer mit rein. Und nehmen hier, ja, ich habe so ein paar Mauerbrecher dabei. Entschuldigt bitte, nehmen sofort einen Packer mit rein. Und hier habe ich noch einen Packer. So, ich hoffe mal, dass die hier jetzt, meine Mauerbrecher sind jetzt nicht so super doll gegangen, aber ist nicht so schlimm. Und die können jetzt schon mal hüpfen und können jetzt mal richtig tanken, meine Goalies. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Packer gehen daher. Wo ist denn eigentlich der King auf Abwege? Ach, hier unten. Okay, der King geht hier unten lang. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal hier unsere Hawk Rider mit rein. Und nehmen mal hier jetzt den Wut. So, jetzt habe ich noch zwei Heilzauber. Ich muss mal sehen, oh, für meine paar Hawks, okay. Für meine paar Hawks, die Hawks muss ich jetzt heilen. Die Hawks muss ich einfach in Heilung bringen. Und wo sind sie? Ah, hier hinten sind sie. Also nochmal durchgeheilt, dass wir hier ein bisschen weiter reinkommen. Okay, ich lasse die erstmal gerade ein bisschen laufen. Oh, da oben hat sie Pekka nochmal heftigst erwischt. Ich nehme mal hier die Minions mit rein. Ja, das sieht ganz gut aus. So, ich zünde mal die Queen. Hier haben wir noch keine Luftbombe. Das ist schon mal super. Okay, jo, sieht ganz gut aus. Ja, Packer auf 4. Ihr wisst, beziehungsweise wenn ihr auch meine Streams verfolgt und auch so die Folgen, Angriffe RH9, ich mag den Packer. Packer Walk oder auch so ein bisschen eine andere Kombi. Also, das war jetzt ein ganz klassischer Go-Vibe. Allerdings hatte der jetzt auch keine Clanburg-Truppen. Also, auch das ist natürlich immer wieder ein bisschen auszutesten. Wie ist das eigentlich mit Clanburg-Truppen? Ja, ich denke mal, war aber ganz gut.
auch vom Lot her. Oh, ich brauche was zu trinken. Auch vom Lot her. Und haben in jedem Fall so ein bisschen was gerockt hier. Ich muss mit dem ja nach wie vor Dunkles machen. Ich würde sagen, ja, wir trainieren den ruhig mal nach. Der kostet zwar so ein kleines bisschen Dunkles, so ein Angriff hier, aber ich kriege, glaube ich, so wie ich das immer so ein bisschen sehe, in meinen Angriffen immer etwas mehr. Ich gucke mal Defense Lock. Ja, ich verliere auch mal ein bisschen hier, auch mit meinen Neunern. Gold und Elex sowieso. Elex-Lager stehen ja bei mir draußen. Aber ich glaube, ich gewinne nach wie vor, so wenig ich hier angreife, immer ein bisschen mehr. Ihr seht das hier, Dunkles, als dass ich verliere. Und das ist auch ganz, ich denke mal, das ist ganz gut so. Wollen wir mal schauen, wie das hier mit den Hawkridern weitergeht. Und auch mit den CKs. Ich hoffe, die Folge mit dem Gewipe, mit den Packers hier auf Level 4. Also macht den ruhig. Wie gesagt, ich habe mir das Buch diesmal nicht für die Helden gegönnt, sondern eher für den Packer. Denn ich wollte ihn sofort haben hier auf meinen Rathaus 9ern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal schreiben, ob ihr das auch so gemacht habt oder ob er den jetzt 9 Tage laufen lässt. Ich meine, ich habe hier nichts anderes zu tun. Es ergeht mir hier so ein bisschen so wie die Max Elver, die auch nie was zu tun haben und dementsprechend beziehungsweise immer nur schnell ihre Sachen updaten. Ich konnte es diesmal gemmen hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und bis dahin, euer Toto. Echt.